Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei F1 2020. Ja, unser lieber Karl hat sich leider hier immer noch eingebrannt. Ja, wird dann wohl vorerst auch mal so bleiben, leider, bis ich eine neue Folge aufnehmen kann, weil wir kommen hier leider nicht raus. Ja, das passt. Team-Details müssen wir mal schauen. Performance 8200. Da müssen wir fast eigentlich auf Ferrari gehen dieses Jahr. Hat mehr Performance als der Mercedes-Motor. Also wir bleiben bei Mercedes, das passt schon. Bottas, unser Teamkollege, schließt schon auf mindestens auf Rang 3 ab. Das hatte ich eigentlich auch dieses Jahr wieder vor, weil wir wissen nicht, wo wir hinfallen dieses Jahr. Das ist unser Problem. Und Platz 3 wollen wir eigentlich schon erreichen. Einstellung bestätigen. Lackierungsauswahl bleibt gleich. Teamabzeichen bleibt gleich. Teamfarben bleiben gleich. Weiter geht's. So, Rennen. Müssen wir uns natürlich Strecken entfernen. Ich weiß gar nicht, warum da manche schon vorgegeben waren. Vor allem, nachdem es andere Rennen waren als letztes Jahr. Also, wir haben einen australischen Fahrer dabei, deswegen fahren wir diese auch in Australien. Ein Wiederkommen nach Zandvoort wird es nicht geben. Wir fahren als nächstes danach in Spanien. Wir haben kanadische Fahrer im Aufgebot. Deswegen werden wir dieses Jahr das dritte Rennen in Kanada bestreiten. Rennen 4. Ich habe lange überlegt. Ich habe wirklich lange überlegt. Aber Rennen 4 wird tatsächlich auf dem Paul Ricard sein. Mal gucken, wie es uns da gefällt. Wir haben viele französische Fahrer. Deswegen bleiben wir da auch. Österreich ist Rennen Nummer 5. So, und jetzt schauen wir uns mal die untere Tabellenhälfte an, die es ja noch gibt. Wir haben auf jeden Fall ein italienisches Team, das heißt Italien ist sicher. Wir haben einen russischen Fahrer, wir werden dieses Jahr zum ersten Mal in Russland fahren. Ja, wir haben einen japanischen Motorenhersteller, das heißt wir werden auch in Japan fahren. Ja, und hinten raus könnte es eng werden, ne? Weil wie gesagt, 5 Rennen haben wir schon und damit haben wir 1, 2, 3 Rennen schon gebucht. 4 mit Singapur, das heißt es ist noch ein fünftes offen. Und das fünfte Rennen wird tatsächlich ausnahmsweise dieses Jahr Silverstone sein. Wie gesagt, man muss ein Rennen fahren, was einem nicht gefällt. Das ist Silverstone dieses Jahr. Danach kommen wir nach Italien, fahren wie immer in Singapur, Russland. Und das letzte Saisonrennen ist dieses Jahr wieder in Japan. Weiter geht's. So, kurz, das passt. Renndistanz 25%. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Haben wir eigentlich letztes Mal... Safety Cars an. Okay, ich habe ja schon überlegt, ob wir die Safety Car aus hatten, aber das war an. Es gab einfach letztes Jahr keine Safety Car Calls. Wo es hätte vielleicht Safety Car Calls eigentlich geben müssen. So, Änderung bestätigen. Und damit starten wir die neue Saison. Und heute geht es noch bis zur Autovorführung. Ihr wisst, wie es aussieht. Genau, Aktivitäten können wir auch gleich planen. Wir haben wie immer unsere Ressourcenpunkte, die wir brauchen. Wir müssen schauen, wo es dieses Jahr hingeht. Muss ich ehrlich gestehen. Da passt nichts mehr rein. Und wir haben nur 1, 2, 3, 4, 5 Tage nochmal. Antrieb und Strapazierfähigkeit. Ja, doch, wir brauchen einen stärkeren Antrieb dieses Jahr. Das passt schon. Genau, Schwerpunkt und Chassis ist somit raus. Können aber hier nochmal mit Fahrertrainingslager tatsächlich nochmal 1000 Ressourcenpunkte dazu kriegen. Die sind schon wichtig. Genau. Einrichtungen. Wir haben 75 Millionen auf der hohen Kante. Die können wir jetzt auch mal langsam rausbuttern. Verringern wir erstmal die Bauzeit. In allen Autos, jawohl. Und jetzt geht es natürlich darum, dass wir gerade in der Qualitätskontrolle im Triebwerk und dem Chassis zulegen, weil da haben wir dieses Jahr halt verloren. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir die wieder nach oben kriegen. Das haben wir hiermit jetzt gemacht. Beim F&E-Baum sind wir doch irgendwie ganz oben geblieben. Es hat aber ein paar wirklich ordentlich durchgerüttelt, wenn wir es anschauen. Mercedes auf der 2, Ferrari auf der 3. Ich weiß nicht, warum Lewis Hamilton nicht zu uns wollte.
Also kann gut sein, dass Lewis Hamilton nächstes Jahr zu uns kommt. Ferrari auf der 3 ist wieder vorbei an Aston Martin. Können Sie den Verlauf anschauen? Oh ja, wir sind alle runtergefallen durch die Änderungen. Das ist natürlich cool. Und wir sind ganz gut davon gekommen. Nicht so gut erwischt hat Renault. Letztes Jahr Nummer 6 im Feld, jetzt ist man das drittschlechteste Auto. Alpha ist aufgestiegen, BWT ist fünftstärkste Auto, Alfa Romeo sechstärkste Auto, McLaren das siebtstärkste. Unten sind sie gleich, lieben Williams und Haas haben aber aufgeholt. Aber wie gesagt, Renault, das tut natürlich weh. Renault tut es natürlich sehr, sehr weh. Firma, da passt auch alles, bevor ich spoiler. Muss ich schauen, ob ich es nicht nochmal überschwärzen kann. Genau, dann würde ich sagen, auf geht's. Ab zur Autovorführung. Muss uns kurz anhalten, weil, wie gesagt, wir kriegen jetzt gleich 2000 Muck dazu. Ich wollte gerade sagen, und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns diese Updates wieder zurückholen. Oh, wow. Okay, Motor sind wir gut geblieben. Da sind wir auch richtig gut geblieben. Da haben wir ein bisschen verloren gegenüber Ferrari. Wie gesagt, normal basteln wir jetzt immer an den Sachen hier erstmal rum. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier die Teile zurückkriegen, die wir hatten. Machen wir 1-1, oder? Machen wir einen Motor noch stärker, als er eigentlich eh schon ist. Ja, ist egal, was für dich oder nicht. Das ist ein großes Update, das passt schon. Wir werden jetzt hier nicht... Wir werden jetzt nicht auseinanderbrechen hier, aber wie gesagt, die Updates sind dann schon wichtig, dass wir die machen. So, Autovorführung. Dieses Jahr. Dasselbe Auto wie letztes Jahr, welche Überraschung. Nur einen neuen Teamkollegen mit Valtteri Bottas. Ein Fahrer, den wir nicht im Team haben wollen, jetzt haben wir ihn doch im Team. Mal schauen. Mal gucken, was da rauskommt. Mal gucken. Könnte natürlich den Fahrermarkt ordentlich anheizen, aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Genau, denn bis dahin sage ich Ciao mit V, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei F1 2020.